Ja, kriege ich den Text nicht hin. Hallo und herzlich willkommen zum Biervergleich mit Frank und David. Richtig. In der dieswöchigen Folge, eine Quickie-Folge, geht es um The Werf Blaka Black IPA. Blaka. Blaka heißt das, genau. Von De Werf, wer im Übrigen die Geschichte von der Brauerei De Werf in Enkhuizen in Holland wissen möchte, der schaut sich Folge 166 nochmal an. Da hatten wir das Dusel von De Werf. Ja. Ja. Ja, ist eine kleine Brauerei in Enkhuizen. Enkhuizen gelegen am Eiselmeer, Nordholland, in der Provinz. Und ja, super Gastronomie da mit dran. Ja. Und die machen x Biere. Und ja. Was haben wir denn da unten? Weiß ich nicht. Ungeziefer? Nö. Ja? Nö. Hm. Ja. Jo. Du hast keinen Bock auf das Bier, ne? Ja, er hat mir letzte Woche schon gesagt, wow, das, wir haben hell angefangen und wir hören dunkel auf. Mhm. Brrr. Ja, ein schwarzes IPA. Tatsächlich zu dem, ich habe jetzt, also das habe ich vor über einem Jahr gekauft. Ich habe gerade mal geschaut, es ist bis 12.10.22 haltbar. Also zum Drehtermin ist es noch knapp einen Monat. Und tatsächlich habe ich gestern oder heute habe ich zum ersten Mal wieder ein schwarzes IPA gesehen, bewusst irgendwo. Okay. Man hat es also nicht so oft. Ne? Man kennt ja die Schwarzbiere eher so, dass sie sehr malzig sind oder halt Röstaromen mit drin haben. Aber das Ganze dann als IPA, was ja bekanntlich eher etwas herber ist, bin ich mal gespannt, was das hier jetzt Gutes ist. Hör mal, das ist ja Sirup. Das sieht aus schon mal wie ein Guinness, ne? Das sieht aus wie Sirup. Also ich habe es nicht falsch gelagert. Es hat immer lichtgeschützt gelegen und es hat die letzten Monate permanent im Kühlschrank gelegen. Ich bin so gespannt auf dieses Bier, weil das auch so Mikrobrauerei, ne? Die ja, super, trauen sich öfters mal was. Ich lasse es hier stehen. Oh Gott, um Gottes Willen. So. Aber ich möchte nicht vorweggreifen. Nein, 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 Spoiler nicht. So, ab jetzt wird's hart. Also, Krone ist sehr stabil. Mhm. Du wartest noch auf den Moment, wo du den Rest reinkippen kannst, ne? Nee, brauche ich nicht. Du musst am Schaum vorbeikommen, ne? Also hier, wir haben ja hier, wie ihr letztens gesehen habt, zwei Softboxen. Und die kommen hier nicht durch, ne? Also, man sieht mich gar nicht. So dunkel ist das. Es ist wirklich tiefschwarz. Wirklich so Guinness-mäßig. Selbst der Schaum ist so ein bisschen bräunlich dadurch, ne? Yep. Ich bin fasziniert und ich bin gespannt. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe. Ja. Wasser ungefähr. Achso, genau, so sieht die Flasche aus. Ja. Ganz cool gemacht. Ich würde sagen, Wasser ungefähr so einen halben Liter, Gerstenmalz ungefähr 5 Liter. Boah. Ja, komm. Prozent. Ja. Wollte ich dir vorher nicht sagen. 7. Ja. Und dann, es ist was Schlimmes passiert. Du musst weg, ne? Ja, ich habe noch einen Termin. Muss ich wirklich, also, tut mir leid, also. Ja, schade auch dann. Boah. Was mäht ja mit mir? So, riech mal. Alter Schwede. Also es riecht tatsächlich wie so ein Schwarzbier riechen sollte. Aber ne? Absolut. So ein bisschen Kaffeearomen, ein bisschen also Lakritzaromen drin, Röstaromen drin. Also ein bisschen. Ein bisschen? Ein bisschen viel. Also es riecht sehr, sehr intensiv. Sehr stark. Prost. Ja. Mein herzliches Beileid. Nix Prost. Oha,
Es ist, ich finde es erstaunlich trinkbar. Und ich finde es auch für ein IPA, die ja eigentlich immer Red ruhig weiter. Bitter sind oder sehr herb. Nee, sie sind einfach bitter. IPAs sind bitter. So bitter ist es gar nicht. Okay. Es ist ein bisschen ausgeprägter als so ein Guinness. Ein Guinness ist besser, ist leichter trinkbar, sagen wir. Nicht besser, sondern es ist einfach süffiger, ne? So ein Guinness. Aber hier, da sind schon echt viele Röstaromen drin. Aber für das, was es ist, ist es gar nicht so schlimm. Ich hätte es bitterer vermutet. Durch dieses IPA da drin. Oder nicht? Findest du nicht? Ich weiß, das ist gar nicht deine Welt, ne? Es ist absolut nicht meine Welt. Also das ist wirklich eine Welt, die sich mir absolut verschließt aufgrund meines Gaumens, der da einfach rebelliert. Wirklich jetzt? Ja. Hast du mal einen guten Schluck genommen? Das ist gar nicht so schlimm. Meinst du, ich habe da jetzt am Glas geleckt oder wie und habe gesagt so, nee, das ist so bitter. Nee, vielleicht hast du ja nur Schaum gehabt. Nee. Und? Chibo. Wow. Chibo und Katjes. Wow. Ehrlich jetzt? Guck dir das an. Das habe ich beim Weizen, den Effekt. Boah. Leute, also. Also zum, ja klar, zum Heineken gar kein Vergleich, ne? Komplett andere Bierwelt. Absolut. Braucht man auch gar nicht vergleichen mit Heineken. Das ist. Aber es ist nicht viel herber, finde ich. Oder für, nicht viel für ein IPA. Ein IPA, da zieht dir normalerweise alles zusammen. Aber im Gegensatz zum Heineken ist das um einiges herber. Nicht so wegen IPA. Es geht ja, wenn das vergleicht mit dem Heineken, da geht es ja schon darum zu sagen, ist es herber wie Heineken oder ist es für sich als solches, weil es ein IPA ist, nicht so herb. Es ist herber, ja, ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall um einiges herber. Es hat einen guten Geschmack, ohne Frage. Für ein dunkles Bier ist das ein gutes Bier, ohne Frage. Aber man muss dieses Geschmackserlebnis, sage ich jetzt einfach mal, erleben können. Und das verschließt sich mir, weil ich eben halt absolut nicht so für diese Schwarzbiere bin. Und für mich das einfach so ist, ich probiere es gerne immer wieder. Weil wir hatten ja auch schon bei den Normalbieren Überraschungen gehabt, wo wir gesagt haben, naja, ob das gut geht. Und dann hatten wir uns ja beide blöd angeguckt und haben gesagt, wow, was ist das für ein Bier? Das schmeckt ja mehr wie, das hätte man jetzt bei einer großen Firma erwartet, aber jetzt nicht bei so einem kleinen Krauter, sage ich das mal. Entschuldigung. Hey, alles raus, ist keine Miete bezahlt. Hui. Ja. Aromen. Das waren aber Aromen, sage ich dir. Da war doch nur gut, dass keine ganze Bohne dabei war. Ja. Nee, aber es ist einfach, ja, das ist das Schöne daran, dass eben halt die Geschmäcker unterschiedlich sind. Ich hätte aber tatsächlich diesmal eine Idee, was ich dazu essen wollen würde. Hättest du eine? Sag mir mal erstmal, was du da essen würdest. Pumpernickel, Meerrettichcreme und Tartar. Okay. Weil der Pumpernickel den Geschmack so ein bisschen aufgreift. Mhm. Oder das. Das Pumpernickel. Das, ne? Das Pumpernickel. Ja. Das Pumpernickel. Und der Tartar? Tartar, genau. Dieses ist ja dieses rohe, ne? Rohe Rindfleisch. Tartar, genau, wie man in Köln sagt. Und Meerrettichcreme dazu, um dann noch so ein bisschen mehr Schärfe mit reinzubringen dann. Ne, weil man isst das ja auch zusammen, ne? Pumpernickel, Tartar, Meerrettichcreme passt ja super zusammen. Und dazu, finde ich, würde das richtig gut funktionieren. Mhm. Und du so? Reibekuchen mit Lachs. Nee. Lachs passt nicht. Nee. Wie gesagt, ich könnte nicht mal sagen, was ich dazu essen würde, weil ich eben halt gar nicht trinken würde. Ja, darauf habe ich gewartet. Ja, weil ich kann trink dann eher ein Bier, wo ich sage, jo, okay, ich esse heute, ich weiß nicht was, einen schönen Sauerbraten oder so.
Dann möchte ich ein kräftiges Bier oder ein begleitendes Bier. Sauerbraten, wenn er richtig sauer ist, ginge das tatsächlich auch. Dann muss aber wirklich Pferdefleisch nehmen. Mit Klößen und so, ja, so ein ganz, ja, ja, mit Pferde, also Originalrheinischer. Original, ne? Rheinischer und nicht mit Rindfleisch oder so. So. Naja. Also sehr krass. Also solltet ihr mal da, wo war das nochmal? Enkhuizen am Eiselmeer, der ein oder andere fährt da ja schon mal zum Segeln hin. Ja. Oder ansonsten mal irgendwo in einem, war ich auch selber heute noch, in einem gut sortierten Getränkemarkt, über ein schwarzes IPA stolpern, dann tatsächlich ruhig mal probieren. Ich bezahle das Schmerzensgeld nicht. Ich finde es sehr interessant. Sehr es ist absolut Spiel. Interessant, aber wie gesagt, es ist nicht meine Welt, aber es ist absolut interessant, ja. Ja, vor beiden Dingen, deutsches Reinheitsgebot, ne? Und dann so eine Unterschiede, ist auch immer mal wieder interessant. Obwohl es aus Holland kommt? Ja, ja. Also ist ja bei das beiden. Netherlands. Hier bei Heineken haben wir Wasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt und klar Hefe, die danach herausgefiltert wird. Und hier haben wir Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe, weil es ein bisschen naturtrüb ist. Dementsprechend ist noch ein bisschen Resthefe vorhanden. Also beide nach deutschem Reinheitsgebot. Das zeigt immer mal wieder, was kannst du mit diesen vier Zutaten einfach alles machen, ne? Es ist nur die Menge. Ja, merke ich gerade. Nur die Menge, was da reinmischst. Nimm noch einen Schluck. Ende. Weil nächste Woche machen wir, was machen wir denn nächste Woche? Ja, das ist immer so das Schwierige bei der dritten Folge, was machen wir? Erdinger Helles. Ja. Ja, da werden wir geerdet wieder. Jupp. In dem Sinne. Ja, ich bleib einfach dabei. Bleib dabei. Hm? In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und Horrido. Stolpert ihr darüber? Probiert's ruhig aus, aber macht mich nicht verantwortlich dafür.